Podcast und willkommen zu einem neuen Video. Also erstmal entschuldigt für die ganzen Nebengeräusche. Wir wohnen hier halt auf einer Baustelle. Heute gibt es ein Fashion Haul von Mädchen Sommer. Marlene kommt einmal dran und ich fange an. So, einmal habe ich da ein weißes T-Shirt so gekauft, halt, so was längliches halt, wo oben dünner ist und unten breit. 3,95 Euro. So, dann habe ich das gleiche, nochmal eine rosa. Ist jetzt bloß halt am Hals rum, aber hier ist halt das Herz und die Tasche. Ist da eine Tasche? Ich glaube nicht. Hat halt auch 3,95 Euro gekostet. So, dann habe ich noch so eine, also so eine Thermo-Leggings, nee. 7/8er-Leggings. Eine 7/8er-Leggings. Leggings. Also es ist halt sowas, wo an den Knien aufhört. Und das Ganze hat 4,95 Euro gekostet. So, dann habe ich hier noch eine kurze Hose. Das ist 12,95 Euro. Die kann man hier drinnen verstellen. Das brauche ich ja, ich bin ja ein bisschen dünner. Dann habe ich hier noch mein Lieblingsshirt von Zara. Das gibt's natürlich, das gab es auch noch in weiß. Und das ist so ein Fluffpuff. Und es ist halt rosa, so halt so Mädchen, ne? Und das Ganze hat 7,95 Euro gekostet. Wie ist es eigentlich immer 95 am Ende? Ja, das wäre jetzt von Zara. Jetzt kommen wir zu H&M. So, also da habe ich als erstes so was Kleines Weißes gekauft. Das ist unten, also hat hier so kleine... Das ist falsch schon wieder, ne? Echt? Warte, dann drehe ich das mal um, weil sonst kann ich selber nicht sehen und nicht erzählen. So, das hat hier so kleine, wie soll ich sagen, so Sonnen? So gehäkelt. Ja. Guck mal. 14,99 Euro gekostet. So, dann habe ich hier einmal ein T-Shirt geholt, auch von H&M, das ist Türkis. Hat eine ganz große Zahl, also einmal die 78 ganz oben drauf, also hier in der Mitte. Halt mit Blumen, dann ist hier weiß, hat das hier noch so Linien. 4,99 Euro hat das gekostet. Dann habe ich mir noch ein Overdry gekauft. Ein was? Ein Overdry. Was ist denn Overdry? Das ist in der Kinderabteilung. Ja. Netz. Ja. Das ist hinten erstens und zweitens, das ist ein Jumpsuit. Ein Jumpsuit habe ich mir gekauft. Einmal mit so Beinen. Wie heißen die hier nochmal? Flamingos. Das hat hinten so ein Netz, was so überkreuzt ist. 9,99 Euro. Und dann habe ich noch ein... Wie heißt das nochmal? Jumpsuit, das war schon richtig. Ein Jumpsuit. Das ist ein... Oha, Alter. Gab es noch in meiner Größe? Ein Jumpsuit in Blau. Halt mit hier so Strüppchen. Mit weißen. Eine Schleife. Hier sind dann halt so noch ein bisschen orange. Ist halt blau und gestreift. Richtig niedlich. Und hier hat das halt noch auch so Wellen unten mit... Weißer Naht hier unten so. Das hat 14,99 Euro gekostet. Und jetzt kommen wir auch zum letzten und, glaube ich, besten Teil. Ein richtig süßes Kleid. Ja. Also auf Deutsch jetzt abgesahnt. Also das ist grau mit Blümchen. Also das ist deine Lieblingssache. Ja, ein Gürtel. Und das hat 14,99 Euro gekostet. Dann habe ich noch eine kurze Hose. Warte. Also doch hier. Eine kurze Hose. Mit so Ritzen. Also wie nennt man das, wenn das so kaputt ist? Also halt so mit Stil. Hat man hier unten halt noch so, also einmal ein Spinnnetz. Dann kommt so eine runde Sonnenblume. Halt so eine. Dann hat das halt hier noch so Taschen, halt so ein Verschluss halt, wie sich das halt gehört. Und das hat gekostet 19,99 Euro. So, das war's auch mit meinem Teil.
Und ich würde sagen, dass jetzt schwimmen wir mal rüber zu Marlin. Woo! So, und jetzt kommen wir zu meinen Sachen, die ich mir gekauft habe. Also ich habe mir schon dieses T-Shirt hier, das ist mit bestickten Rosen von New Yorker. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war, glaube ich 9,99. Also 999 Euro. Also von New Yorker, ja? Ja. Okay. Dann habe ich mir eine kurze Hose von New Yorker gekauft. Die kostete 20 Euro. Oh, das finde ich, habe ich für eine kurze Hose. Aber das hat hier unten so ein bisschen Gardiner. So. Voll süß. Dann habe ich mir, oh, das ist cool, ne? Das hat sie aber noch nicht einmal angehabt jetzt. Nee. Wir hoffen einfach mal, dass es passt. Das ist so ein Kleidoberteil, weil ich hasse ja eigentlich Kleider, aber das finde ich schön. Das ist so ein Oberteil, da ist so ein Netz hier und das ist halt so ein Oberteil. Für, von Only für 10 Euro. Ja. Dann habe ich mir noch so ein ganz normales T-Shirt. Das passt, glaube ich, gut zu meinen New Balance. Deswegen habe ich diese Farbe genommen, weil ich lilane habe. Und das kam für 4 Euro. So ein, mit so einem geriffelten Stoff. Das ist von Oma. Dann habe ich noch so ein blaues T-Shirt. Das sieht schön aus, Marlene. Das musst du gleich mal anprobieren. Das ist auch von Only. Für 7 Euro. XS, aber weil das so groß ist, ist das ein XS, haben wir genommen. Und das ist hier so transparent. Durchsichtig. Und hier ist es halt nicht durchsichtig. So. Hab ich schon gesehen. Dann habe ich mir noch eine kurze Hose gekauft. Das ist so eine... Ja, schicke Hose. Eine schicke Hose mit so Streifen für 17 Euro. Und dann noch das letzte, das fand ich so cool, obwohl das langarmlich ist. Ich fand diese Schnur hier so cool. Das ist auch von New Yorkers, auch mit diesem Dings. In so ein Rot. Bordeaux. Oder? Ja. Und da, für mich sind die extra nochmal ins Lager gegangen. 10 Euro hat das noch gekostet. So. Ja, das war's. Also das haben wir jetzt für unsere Sommersachen gekauft, halt einfach so. Und falls ihr noch irgendwelche Videowünsche oder Vorschläge habt, könnt ihr uns das gerne in den Kommentaren wissen lassen. Wir lesen auch jedes durch. Und mein Auge zieht. Und aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal. Abonniert unseren Kanal, was gab's noch? Und gebt einen Daumen nach oben. Ja, und gebt halt noch Videowünsche in die Kommentare. Es darf nicht was zu langweiliges sein, aber es darf auch nicht was zu heftiges sein. Das war's von uns jetzt wieder, Mann! Also, das ist jetzt von uns, ihr Kekekekekauzen. Willst du noch was sagen? Nein. Tschüss!